Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Galaxy on Fire 2 HD. Und beim letzten Mal haben wir uns ordentlich mit den Void angelegt, mit unserem neuen Gleiter hier. Und ja, ich wollte noch schauen, da wir relativ wenig Kohle haben und recht viel mehr Bewaffnung brauchen, zumindest den Geschützturm, den wir darauf montieren können, dachte ich mir, ich schau mal in die Space Launch und schauen wir mal, was wir hier finden. Hallo. Was ist denn die nette Dame hier? Einen Vorschlag. Wir treffen uns draußen und wir haben meisten Piraten erwischt. 12.000. Okay, ja, das machen wir. Klar machen wir das. 12.000 können wir jetzt gerade gut brauchen. Ich schaue nochmal eben, wie es aussieht in Sachen Raketen. Haben wir da irgendwas am Start? Nicht wirklich. Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns hier die billigen Jets mit, alle. Müssen wir die nur noch ausrüsten. Weil Edos haben wir jetzt gerade keine mehr. Die haben wir bei den Void verbraten. So, und beim letzten Mal haben wir uns, glaube ich, ja schon den Nearby Charged Pulse gekauft. Schauen wir mal, wie der so ist. Also, auf geht's. Jo, wir verlassen die Station und gehen Piraten abschießen. Oh Mann, also unser Schiff sieht ja echt cool aus. Aber wie gesagt, ich will das Vosk-Schiff oder noch lieber eigentlich so einen Void-Gleiter. So. Sie wagen es, mich herauszufordern? Schön, dann sehen wir uns bei den Piraten. Hoffentlich verpassen Sie nicht alles. Ich werde dir mal zeigen, wer hier was verpasst. Ganz ehrlich. Ah, und da sind auch schon die Piraten. Oder eine Piratin. Oh, der neue Laser, der haut aber mächtig rein, würde ich sagen. 1-0 für mich, den habe ich nämlich als letzter getroffen, Mädel. Ha, so sieht's aus. Hey, da ist noch Fracht aufzusammeln. Das nehme ich mir noch mit. Eine Tonne Weltraumschrott, na super. So, wo ist jetzt wieder der nächste Wegpunkt? Hier hinten, okay. Und der wieder nächste Wegpunkt. Achso, den... Ach Gott, das war der alte Wegpunkt. Jetzt ist sie uns natürlich schon wieder voraus. So, und da sind schon die nächsten Piraten. So, wir strafen da wieder ein bisschen vorbei. Ja, der neue Laser rockt wirklich. So, die Fracht nehme ich mir aber auch noch mit. Falls es irgendwie geht. Der nächste Pirat wartet ja schon. So. Oh, zwei. Wir haben einen Laser aufgesammelt. Das ist immer was Cooles. Ach so, ich vergesse immer, die Raketen, die gehen ja nur geradeaus, mehr oder weniger. Das heißt, nur im direkten Dogfight zu gebrauchen. Aber auch den haben wir abgeschossen. Damit steht es 3-0. Und wir fixieren jetzt hier wieder auf den Waypoint. Hey, da ist auch noch Fracht. Wartet mal. Wo ist hier Fracht? Ich stehe mir so auf Fracht. Die bringt nämlich einiges ein. 1, 2, 3. Weil ich glaube, den Fight habe ich eh schon gewonnen. Magnetasaft, der war auch gar nicht mal so günstig. So, da ist unsere Konkurrentin. Wo ist der nächste Waypoint? Da hinten, okay. Die cruist da immer so rund um uns rum. Na, wo sind die nächsten Piraten? Kommt schon. Wir fliegen durch grünen Nebel, wie hübsch. Na, wie viele Waypoints gibt's denn da noch? Ah ja, da ist schon wieder einer. Das wird... Oh, da sind zwei, okay. Ah, verdammt. Ein Schuss fehlt noch. So, erledigt. Und da ist der nächste. Den lassen wir uns auch nicht entgehen nach Möglichkeit. Ah, ich sammle jetzt aber noch die Fracht ein. Geht nicht im Kampf gut. Hallo. Gehst du mir aus dem Weg, du Fracht? Oh, 4-1. Okay, hat sie sogar was getroffen, das Mädel. Sieht so aus, als hätten sie mich besiegt. Jo, und so leicht verdient man hier 12.800.
Das ist gut, da könnten wir uns dann hoffentlich schon den Geschütztum leisten. 2 Tonnen Medizin, auch gut. Und jetzt könnten wir natürlich hier noch mächtig Gestein sammeln gehen, aber ganz ehrlich. Perius. Ich schaue nochmal, ob es hier irgendwas Aufregendes gibt. Noch mehr Perius. Es tut mir ja wirklich weh, dass ich nicht dieses Void-Kristalle mitnehmen konnte. Noch mehr Perius. Einen visiere ich noch an und wenn es da jetzt auch nichts Brauchbares gibt, dann lassen wir es. Brauche ich halt ziehen. Okay, den nehme ich. Warum denn auch nicht? Und irgendwann brauchen wir dann noch den Dreier-Bergbaulaser. Okay, es ist nun relativ kleiner. Aber ja, wir brauchen ja ein bisschen Kohle auch weiterhin. Deswegen tut es mir leid, wenn ich das immer wieder mit diesem Bergbau-Minispiel unterbreche. Ich finde es schade, dass es da nicht mehr gibt, aber wie gesagt, das Ding ist ja eigentlich fürs iPad konzipiert und die Story ist jetzt auch nicht so umfangreich, also ich glaube, wir sind da schon die ersten 2 Drittel locker durch. Und dann ansonsten kann man immer noch ein bisschen endlos Spiel machen. Was willst du denn hier? Was ist das hier? Orichalcin nehmen wir auch noch mit. Und dann machen wir uns aber wirklich auf den Weg zur Station. Der dürfte ein bisschen größer sein, dieser Asteroid. Ja, ein Stückchen. Da kriegen wir auch noch ordentlich was raus, hoffentlich. So, ich muss mal meine Maus hier ein bisschen in Position bringen. Die ist leider nämlich... Hat sie das viele Spiele in der letzten Zeit nicht so ganz gut überstanden. Jetzt darf ich mir dann noch eine neue Gaming-Maus kaufen. Ich meine, ich gebe jetzt nicht so Unsummen aus wie manch anderer, weil es gibt ja manche Gaming-Mäuse, die kosten da auch mal, keine Ahnung, 120 Euro oder so. Ich habe mir eine rausgesucht und noch schon bestellt. Die ist auch noch teuer für viele. Die kostet nämlich 40 Euro. Ist eine Mad Catz. Eine Mad Catz Red 3. Also nicht die 5er und auch nicht die 7er, die neuer wären. Und ja, deswegen 40 Euro und dafür, die liegt mir aber so geil in der Hand. Bisher hatte ich ja immer die Shakun, also Shakun Rush. Wenn ihr euch das mal ansehen wollt. Die ist auch sehr günstig, kostet 29 oder 19, keine Ahnung. Oh, unser Lieblingsschiff liegt da im Hangar. Aber ja, wie gesagt, ich probiere da mal eine Mad Catz aus. Schauen wir mal, wie die wird. So. Ja, die ist aber nur da angelegt. Taipan, was ist denn das für ein Ding? Ein Oldtimer unter den Schiffen. Wäre zwar besser im Handling, aber sonst wäre es nicht sehr toll. Aber 3 Primärwaffen und 2 Sekundärwaffen, ja, die wäre schon gut bewaffnet, das Teil. So, wir haben Sachen zu verkaufen. Und zwar einmal Medizin, einmal Weltraumschrott, der bringt uns darum wieder weniger. Magnetarsaft, der ist ein bisschen teurer. Die Alien-Überreste dürfen wir nicht verkaufen. Das Orichalcin geht hier einigermaßen vom Preis her. Und Perius, ja, was soll's, nimmer. So, jetzt haben wir 23.000 waffentechnisch. Wie sieht's aus? Den Hammerhead kaufen wir uns. Den Geschützturm und montieren ihn auch gleich. Und jetzt sollten wir schon ein bisschen besser wieder bewaffnet sein. Dann den Nirai Impuls X1, den können wir ebenfalls noch verkaufen. Verdammt, falsch geklickt. Impuls X1. Ja, hatten wir hier zweimal. Ansonsten müssen wir schon Reheat O10, was ist denn das? Eine Thermowaffe. Schaden 4, Tech Level 8, okay. Türfing Blaster. Schaden 13. Okay. Also ihr seht, es gibt ja noch viel Entwicklungspotenzial, aber jetzt machen wir uns auf den Weg endlich zurück zur Deep Space Station, Deep Science Station nach Tynome. Und los geht's. Währenddessen kann ich mal den Teebeutel aus meinem Tee nehmen. Ah, mir war nämlich gerade vorher ziemlich arschkalt. Ah, okay, super, jetzt kommen noch Piraten. Aber den fliegen wir davon. Mir war nämlich arschkalt, weil ich den Nachmittag draußen war mit meiner Tochter am Spielplatz. Und dann jetzt auch nochmal kurz einkaufen. Und ja, das... Oh, Piraten. Na, wartet mal, Autopilot aus. Was machen die denn da?
Wollen wir unseren Frachter überfallen? So nicht, Freunde. Ich wollte mich nicht auf den Terraner hier fixieren. Aber vielleicht können wir da ein bisschen Ladung abgreifen. Na komm schon, wer greift mich an? Ah ja, zwei gleich, na super. Und die ballern gleich unser Schild weg. Hänge ich mich mal ins Heck von dem hier. Und Rakete reingejagt, so muss das. Oh, und der, hoppla. Kleine Rakete aus nächster Nähe. Ach, du Scheiße, was will denn... Warum cruisen die denn alle so nahe ran an mich? Kann doch nicht euer Ernst sein. So, der Pirat und dann bleibt noch einer übrig. Da haben wir schon zwei Frachten, die wir dann einsammeln können. Das mache ich dann. Oder das mache ich gleich. Sollen sich doch die Wächter um den kümmern. Hey, was soll denn die Scheiße? Nicht, dass du mich hier vernichtest, mein Freund. Das sind auch alles leichte Selbstmordkandidaten hier. So, der geht jetzt aber down, der Pirat. Und jetzt darf ich jetzt bitte endlich die Frachten einsammeln. Danke. Das wäre sehr zuvorkommend. Was haben wir hier? Handtücher. Na super. Echte Piratenhandtücher. Die verkaufe ich doch glatt auf eBay. Was ist das? Prospero Flip. Das scheint mir irgendwas Alkoholisches zu sein. Das geht eigentlich immer. Wo haben wir hier noch eine Fracht? Ist das eine Fracht? Ist die so weit weg? Ja. Union Beer. So, und jetzt reicht's mir. Jetzt fliege ich hier zur Station. Ihr könnt mich mal. Ah ja, den Geschützturm. Habe ich den eigentlich ausgelöst irgendwie? Nee, eigentlich nicht, oder? Muss ich mir nochmal... Ich schau mal ganz kurz. Was soll das eigentlich, ein Kador-Antrieb? Naja, egal. Primärwaffe, Sekundärwaffe. Warte mal, ich schalte das mal kurz ab, damit ich nicht auf die Station schieße. Wie macht man den Geschützturm klar? Das ist jetzt eine gute und berechtigte Frage. So, und wir wollten ja eigentlich hier zum Sprungtor, um nach Tinome zu fliegen, wo die Deep Science Station ist. Ich kann es leider nicht vorspulen, deswegen, ja, müssen wir uns ein bisschen gedulden. Die Piraten sind da drüben eben noch beschäftigt. Ah, ne, sind sie nicht. Was willst du denn hier? Ey, Autopilot aus. Autopilot aus, habe ich gesagt. Ah, ich komme da nicht weg. Super. So, kann ich nur mit der Maus kann ich ihn auch nicht ausschalten. Das gibt's doch nicht. Ach, egal. Ist mir egal, ich werde schon überleben irgendwie. Und der fliegt mir direkt vor die Flinte. Geht der auch ins Sprungtor? Egal. Hinterher. Und weg sind wir. So. Und da ist wieder die Deep Science Station. So, ein Blick auf die Uhr. 15 Minuten sind bald voll. Das heißt, bevor wir andocken, oder nee, ich dock noch an und schau, ob ein Gespräch aufkommt. Und ja, dann mache ich Schluss. Wir müssen das ja nicht so zerhacken hier, den Part. Gott sei Dank, wir sind zurück. Ich muss mich sofort an die Tests setzen. Okay, ich bin inzwischen in der Lounge und teste die Drinks. Zwei Tage später. Das ging schnell. Um Himmels Willen, Keith. Waren Sie zwei Tage in der Bar? Stellen Sie den Drink weg. Sie müssen nochmal zurück ins Void-System. Sofort. Nochmal da rein? Wir können froh sein, dass wir da alle rausgekommen sind. Es ist wichtig, Keith. Wir kennen jetzt den Weg in Ihre Welt. Das müssen wir nutzen. Mein Team hat eine Sonde entwickelt, die das Mutterschiff analysieren kann. Und ich soll die Sonde absetzen. Das ist nicht gerade eine Vergnügungsfahrt.
sei denn, Sie kommen wieder mit. Diesmal nicht, tut mir leid. Ich muss die Wrackteile auswerten. Fliegen Sie nach Dima in das System Pescal Inatu. Dort sind Void gesichtet worden. Die Chancen stehen gut, ein Wurmloch zu erwischen. Okay, unter einer Bedingung. Wenn ich da lebend rauskomme, haben wir zwei ein Date. Ich schätze, das ist ein angemessener Preis für die Rettung der Galaxis. Abgemacht. Abgemacht. Oh, okay. Mindestens 5 verschiedene alkoholische Getränke besessen. 50 Fracht geborgen. Okay. Also, wir haben ein Date mit Carla, wenn wir hier quasi lebend rauskommen bei der Mission. Aber dafür müssen wir erstmal fröhlich rumfliegen. Erst schaue ich mal, was ihr hier alles habt zu verkaufen. So. Edo-Raketen kaufe ich ein. Und es würde mich echt interessieren, wie ich den Geschützturm hier in Stand kriege. Oder nicht in Stand, sondern wie ich ihn halt benutzen kann. Was ist denn das da? Side Suppress. Achso, das ist die Tarnung. So, die Handtücher verkaufen wir nochmal eben. Was haben wir hier noch? Union Beer. Und den Prospero Flip. 8300, da können wir uns eh nichts Brauchbares leisten, würde ich sagen. Und wir haben eh keinen Platz mehr frei. Wobei der Traktorstrahl, den könnten wir auch mal aufrüsten. Oder den Scanner würde ich gerne aufrüsten, ehrlich gesagt. Wie viel kostet denn der nächst bessere Scanner? Der Exoscan hier. Sogar eine Frachterkennung bietet. Tech Level 3. 3000 Millisekunden. Und wie viel hat der? 4000, also 3 Sekunden. Okay, na dann kaufen wir uns den hier. Und wo haben wir das Teil? Delta Quick Scan kommt weg. Der Eco Scan wird eingebaut. Und verkauft nach Möglichkeit auch noch gleich. Und ansonsten die Raketen, die Edos, baue ich hier wieder ein. Das sind die mit Lenkung, das ist schon wesentlich besser. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, würde ich sagen, den Part erkläre ich hiermit für beendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Galaxy on Fire 2. Macht's gut, bis bald, euer Chris.